Ich finde den Klang so geil, wenn du drauf sitzt. Das yeah, ist, das man klingt, unterschätzt das, das reicht. Das klingt so gut, also Wahnsinn. So, ich starte dann mal eben mit dem Intro. Mach mal. Ich hoffe, es bleibt hier. Wünsche. Scheiße. Ja, Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal Filo Limits. Ich bin heute unterwegs mit dem lieben Dustin. Hallo. Und ja, der Dustin, der fährt eine KTM 890 Duke Air. Und das ist ja auch eins der weiteren Konkurrenzbikes, sag ich mal, zur F900R. Und ja, wir quatschen heute drüber. Ja, ich habe letztes Jahr tatsächlich einfach meinen Motorradführerschein gemacht. Das war ein richtig langer Traum von mir. Und habe dann von einem guten Kollegen, also viele Leute, so, die so ein bisschen Motorrad gucken, so David und sowas, die ganzen Jungs, die man eigentlich so kennt, die ganzen Stuntboys, die kennen dann irgendwann auch Niklas. Und von dem habe ich das Motorrad dann irgendwann gekauft, also Niklas Wetterhahn. Das ist mit einer meiner langjährigen Freunde. Ja, und die habe ich dann irgendwann erworben. Und das ist jetzt wohl seit einem guten Jahr in meinem Besitz. Mein Feuerbegleiter hat, glaube ich, seitdem her, ich meine, knapp 4000 Kilometer meinen Besitz gemacht letztes Jahr. Hat so irgendwelche Service-Auffälligkeiten bisher oder so ein Kram? Nö, tatsächlich bin ich also bis dato. Lief das Motorrad einwandfrei. Und das Einzige, was ich mal hatte, da habe ich mal ein bisschen zu viel Wasser ins Lager vorne reingespurt, ins Radlager. Ja. Und da hast du ein bisschen das Lager gehört. Das hat dann ein bisschen nicht bemahlen, aber es hat ein bisschen gerasselt. Habe ich neues Fett reingemacht, dann ging das wieder. Aber das wäre das Einzige. Okay, was für Sachen hast du schon an deinem Bike jetzt verändert? Oder beziehungsweise was ist anders als zur Standard 890 Duke? Tatsächlich, also relativ, also ich würde jetzt erstmal behaupten, der Auspuff ist somit das auffälligste, der Endschalldämpfer, der ist ja neu, der Slip-On. Ja. Die Heißhalter, die waren ja Tempomat, Griffheizung, also ne, Tempomat heißt ja hier sogar. Ja. Ist halt, ja, viele sagen dazu, ist eine kleine GS. Ich hätte ja voll ein Luxusproblem hinsichtlich mit der Griffheizung, aber das ist halt wirklich genial. Wenn du abends so wie jetzt irgendwann unterwegs bist, Griffheizung Stufe 1, gibt nichts Besseres als warme Finger, damit du da nicht verkrampft oder sowas. Ja, ja, sonst halt eben hier die Behältnisse und sowas. Ne, die ganzen eloxierten Teile. Eigentlich alles, was du siehst an eloxierten Teilen an dem Motorrad, ist eigentlich gemacht. Ne, also nice. Du könntest halt wesentlich mehr noch machen. Ja. Ich habe das ganze Dekor gemacht. Das Dekor war ja fair von Niklas drauf. Das Dekor ist ja drauf, die Sturzpads, nur halt die teilweise beiden Welten. Ja. Also Getriebedeckel und Kupplungsdeckelschutz. Was habe ich denn noch? Da war noch der, wie nennt man das denn? Dass dieser Steinschlagschutz für die Lufteinlässe, für die Wasser. Ist das Wasserkühlung, nennt man das so? Hier vorne das Gitter, weißt du, was hier vorne drin ist? Ach so, das Kühlerschutzgitter einfach. Ja, genau, guck mal, das ist besser, dass wir nicht mehr nachgerüstet. Aber ansonsten hält sich das sehr, sehr in Grenzen. Ich habe das Motorrad fast perfekt eigentlich übernommen. Ja. Und ja, der Kennzeichenhalter ist der Elfenkürzer. Ja, stimmt. Ich habe tatsächlich eigentlich nur die Blinker übernommen. Ja. Die hinten waren, glaube ich, was für vorne nachgerüstet. Und halt eben einmal hier diese Ladebuchse, die du noch hier dran hast. Ja. Das sind so ein paar Sachen, die ich noch nachgerüstet habe. Ansonsten habe ich das Motorrad so gelassen. Ich bin schwer zufrieden damit, also leistungsmäßig. Natürlich als Anfänger, was soll man dazu sagen? Man sollte definitiv Ahnung haben, was man tut und wie viel Leistung man hat. Definitiv, ja. Klar, ich weiß selber, wie das ist, ne, wenn man da angefangen hat, ne, und du steigst dann mit 24, habe ich ja den ersten Motorradführer schon angefangen, oder 23,5. Ey, also das erste Mal auf dem Moped, ne, du kennst, also ich weiß schon, mit dem Verkehrsberufsblatt bin ich wirklich so das erste Mal F5 gefahren. Ja. Und ich habe schon mit der Karre also schon Gas gegeben, da auf dem Verkehrsberufsblatt 76 PS, und bevor der hat schon gesagt, Alter, chill, ne? Ja, und mit dem Motorrad ist halt eine ganz andere Welt. Ne? Du weißt selber, wie das ist, ne? Mit so einer Leistung, das macht halt einfach Bock. Ich meine, beide knallt ja noch richtig dazu raus, dann geht er richtig ab. Aber ich finde, klangtechnisch ist die Duke echt richtig gut, vor allem weil es halt komplett legal ist, das ist halt richtig gut. Ja, nee, also viele wissen ja auch gar nicht, ne, dass dieses Motorrad für ich glaube ein Jahr oder ein Dreivierteljahr produziert worden ist. Ja. Und die R jetzt, also die Special Edition im Endeffekt, oder? Ja, was? Genau, diese R, die wurde ja für ein Jahr produziert, also ja. Die wurde länger produziert. Aber die wurde für ein Jahr mit 96 dB produziert. Ach krass, und, okay. Und dann ist mir vorher eingefallen, in Österreich ist ja eine Dezibelgrenze für 95. Und bin jetzt dafür, dass man in Österreich gar nicht mehr fahren wird. Und ich meine, es waren ja nur wenige Monate, die produziert haben. Ja. Und das ist ja tatsächlich einer der ersten Modelle, die noch 96 dB im Schein drin stehen haben. Ja, das ist geil, das ist richtig gut, ja. Das heißt, ich bin ja in der Hinsicht nicht begrenzt. Das heißt, so, das ist schon mal, für mein Ohr ist das schon auf jeden Fall was Besseres.
Ja, aber halt so als Team, ne? Das matcht halt geil ab, ne? Die beiden Naked Maschinen. Voll. Certified Evil. Wie viel Leistung hast du jetzt genau? Die Leistung, die hat genau 121 PS laut Datenblatt von KTM selber. Weißt du, wie viel Newtonmeter du hast? Ich meine 89. Okay, ja, okay. Das ist aber auch schon viel eigentlich. Das ist gutes. Du hast auch mal, warte mal. Newtonmeter, das müssen Newtonmeter sein, ja? Ja, könnte hinkommen. Ich finde auch, weil du halt einen sehr relativ kurzen Radstand hast, also einen kürzeren Radstand als ich auf jeden Fall. Definitiv, ja. Ja, also ich finde auch optisch, finde ich die Duke echt, die ist halt sehr, ich finde die sehr brutal, das finde ich aber geil, also mir gefällt das immer sehr gut. Auch vor allem diese Farbkombi, das finde ich so geil, dieses Orange-Schwarz. Ja. Du hast ja jetzt auch noch eigentlich weiße Lackteile, ist das richtig? Ja genau, also das Dekor an sich, das Pill, also die Plastiksätze da sind weiß, genau, das ist bei der R halt eben so. Aber das stört mich jetzt tatsächlich nicht so, deswegen bin ich ja extra so ein bisschen auf das eine Schwarze so rübergegangen. Ja. Und im Endeffekt habe ich ja noch nur noch so Schriftzüge reingeführt. Auf der anderen Seite, voll geil. Ich finde, das genau. Sieht sehr gut aus. Nee, aber so an sich, Beschleunigung ist halt brutal, denn die ganzen Helferlein, die du dabei hast, wirklich als Anfänger, ne, wenn du jetzt nicht so ein Vollgaspilot bist, ist die sehr gut geeignet, solange du dich am Riemen weißt und wirklich weißt, was du tust. Ja. Ne? Also das ist ganz wichtig, dabei zu sagen, ich bin jetzt selber kein Fahrschüler, würde ich mal behaupten. Aber ich weiß zumindest, wo man zumindest mal ein bisschen die Füße stillhalten sollte. Ich glaube, da weiß jeder so ein bisschen, wo seine Grenzen. Ja, auf jeden Fall kann man nichts, oder? Nee, aber das ist halt irgendwann ein Ding. Also als Anfänger, ich habe ja bis jetzt hat die mich mit ihrem ABS-System und so mit den Sachen mit reingesteuert, hat die mich ehrlich aus dem Jahr, wie wäre das eigentlich mein Helm gezogen. Ja. Also Bist du schon mal Topspeed gefahren mit der? Also als Tank gelegt mit ein bisschen bergab 259 und dann war es dann auch. Ja, okay, das ist aber schon krass. Also die 900er, so Serie bist du bei knapp 230, aber das ist auch das höchste aller Gefühle. Naja, also 235, 240 schafft du ohne Probleme geradeaus. Ja, das ist krass, das ist echt. Da merkst du halt auch nochmal die ganze, also die Leistung, die Mehrleistung, die du halt hast. Ja, die geht ja auch genug von dem hoch, ne? Genau wie jetzt, ne? Der Lenker ist komplett leicht geworden, da war gar kein Reifenkontakt mehr, also kein Bodenkontakt mehr. Ja. Alter, wenn ich da die Systeme da nicht drin hätte, die mich da runterregeln würden, die wird gnadenlos abheben. Der Niklas hat ja auch gesagt, man hat es ja auch gesehen in seinen Videos hier und da, der ist über 11 gewheelt. Ja. Also die geht halt wirklich gnadenlos hoch. Ja, also. Voll. Aber ich bin halt eben kein Wheelie-Mensch, ne? Das weißt du, ey. Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, viele, auch gerade die meine Videos gucken, sind jetzt, weil die, ich sag mal, die 900er ist nicht die typische Maschine, die man sich kauft, wenn man unbedingt Wheelies machen möchte. Ich glaube, da bin ich ein sehr starker Sonderfall. Weißt du, es gibt so viele Motorräder, Zweizylinder, die sehr gut im Wheelen sind und ich kaufe genau das, was es eben nicht ist. Die ganze Sensorik, die hier dran ist, auch dieser Lichtsensor und was. Also allgemein dieser ganze Schnickschnack, dieser ganze Shishi, ja, finde ich halt genial. Also ich hätte mir wirklich jetzt für den Anfang und allgemein jetzt für die nächste Zukunft kein besseres Motorrad vorstellen können, allgemein auch für den Preis. Wer im Netz mal guckt, ne, je nachdem wie viel die runter haben, mit 5000 Kilometern runter, als KTM Duke R 98, dann da liegen die hier und da, wenn du 5000 Kilometer Hand hast, liegen die so bei 11,5. Ja. Mit Zubehör, aber natürlich ist das ein happiger Preis. Aber dann würde ich das Motorrad, was du dafür kennst, beziehungsweise bekommst, ist, ich finde es sehr, sehr gut. Weißt du, was die Duke neu gekostet hat? Oder was die Duke gerade, die 98 neu kostet? Die Duke 98R hat zu dem Zeitpunkt mehr als 12 glatt gekostet. Ach krass, das ist aber eigentlich, wenn man sich die aktuellen Preise so anguckt, ist das jetzt nicht, also die F900, da bist du fast voll ausgestattet bei 12.400 Euro. Ja, und da fängst du bei der erst an. Und die Vollausstattung mit allem drum und dran. Achso, das ist noch nicht drin. Also das ist die gar der Grundpreis der Basis. Die ist blanko, da ist nix. Ah, okay, verstehe. Gut, dann macht schon wieder Sinn. Ich dachte gerade so, ja, günstig. Hast du denn noch vor, irgendwas zu machen, was zu verändern oder eventuell? Ich habe darüber nachgedacht, hier den, ich weiß nicht, wie man das nennt, ist das die Triebeglocke hier auf der anderen Seite mit einem Schaugas drin? Kupplung, ja, der Kupplungsdeckel. Ja, genau, der Kupplungsdeckel, sowas.
Da habe ich schon mal drüber nachgedacht, den in durchsichtig zu holen. Ja, tatsächlich ich auch. Da gibt es einen von für die F900, aber der ist sehr teuer. Ja, der kostet für meinen auch irgendwie 300, 400 Euro, aber ja, das genau. Ding ist halt eben bei mir, ist der einverstützt genau oben in der Mitte. Ja. Das heißt, durch dieses Schauglas geht bei mir ein Röhrchen durch. Das heißt, durch die Mitte geht dann halt eben schwarz Plastikröhrchen durch, was so gesehen die Sicht darauf verdeckt. Deswegen, ja, das ist natürlich kacke. Für mich macht das dann so gesehen keinen Sinn, somit spare ich mir dann die 300 Euro. Ja. Dafür für links und rechts 2 cm Glas da auszugeben, ja, das sehe ich nicht ein. Dafür lasse ich das Original, weil das Motorrad original schön ist. Definitiv. Genau, das Einzige, was ich mal hatte, wenn ich mal nachgerüstet habe, war hier auf der Welt ja diesen Krankenschutz, den du extra an dem Deckel hast, hier den Mutterschutz. Ja. Da ist ja hier dieser Fußschutz, ja, der ist mir schon mal abgebrochen. Okay. Weil das von der Abkantung nach der Kantbank, ja, hast du da halt eben so Einschnitte in das Blech, beziehungsweise so Kantungen in dem Blech. Ja, und das kam dem gar nicht so gut. Da bin ich wahrscheinlich irgendwann mit dem Stiefel mal ein bisschen gegenbekommen beim Schalten. Ja. Ja, und dann ist das Ding einfach abgefallen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall auch erstmal so deine Wahl für die nächsten Jahre dann. Ja, für die Zukunft auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht so das Problem, was ich schon öfter gesehen habe bei GS-Fahrern oder dergleichen. Ich bin mal die KTM 1290 gefahren, beziehungsweise 1190 als Adventure. Als diese Touring-Maschine. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, ich bin die dann bis nach Oberhellen gefahren, wie ich dann irgendwann so der FSC. So, und ich merke halt hier, weil ich hinten hier den Pull anstoße, wenn ich ja Gas gebe, ja, dann rutsche ich ja mit dem Pull unten ran. Ja. Und dann ist irgendwann Ende und ich habe halt immer einen geraden Rücken. Also ich merke das halt, wenn ich meine Hände so habe, ich bin ja 1,90 knapp. Ja. Ich muss wirklich sagen, das geht auch mehr mit den Spiegeln. Stimmt. Mit den Spiegeln müsste halt mehr passen in der, ja, Kurve. Aber es geht halt, wenn die beide am Tank lässt, das geht, ja, halt 1A. Ne, aber wirklich. Also selbst für große Menschen ist das Motorrad sehr, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich auch noch so ein wichtiger Punkt für Leute, die halt groß sind. Bei der 900er geht es auch noch, würde ich sagen, aber die brauchen meistens schon eine höhere Sitzbank. Ich habe tatsächlich eine. Ich habe die Powerpart-Sitzbank, die ist 2 cm höher als die originale. Okay. Das habe ich gehört. Also das habe ich noch vergessen, aber das ist tatsächlich auch geändert. Aber die hast du so bezahlen, ne? 140 Euro, ich habe sie hochgeholt für 70 auch. Ja. Ganz ehrlich, guck mal, wie die aussieht. Also da war nichts dran, ne? Die, ja. Was soll ich denn 140 Euro für so einen blöden Sitzbank ausgeben? Da ziehe ich wirklich die ein. Nee, kann ich schon verstehen. Gerade BMW ist da jetzt auch nicht unbedingt günstig. Ne? Wunderlich. als Zubehör hier, ich weiß gar nicht, wie teuer die wunderlich Zubehör-Sitzbank ist. Ich glaube, die liegt aber auch so im Rahmen von 400 Euro. Das ist einfach frech, ne? Ohne Spaß. Also deswegen, warum denn nicht dann da irgendwie gebraucht etwas günstiger kriegen? Also das ist ja definitiv nicht verkehrt. Ja, ja. Hast du denn mal Bock, die mal zu fahren? Ja, definitiv. Also darüber haben wir ja vorher nie gesprochen, aber das ist ja erstmal lustig so. Stimmt. Einfach mal interessant, weil mich würde auch gerade mal tatsächlich da interessieren. Ich bin hier und da ja schon Adventure-Maschinen und sowas gefahren, auch Sumos und sowas. Ich habe zwar keine Tricks gemacht, weil du weißt, ich mache das nicht. Aber mich interessiert es einfach mal, die zu fahren. Ich bin ja mal, wie gesagt, die 1000 mal gefahren, die Doppel-R. War jetzt sehr cool, war zwar gedrosselt, ne? Ja, ein paar Drehzahl halt, ne? Da hatte die von der Leistung, war die für mich gefühlt ähnlich wie die hier. Ja. Aber mich würde es mal interessieren, wie die sich fahren lässt, weil von der Optik her sind sie fast identisch, nur der Radabstand und die Höhe. Ja. Das sind doch noch zwei verschiedene Paar Schuhe bei den beiden Motorrädern. Definitiv. Wolltest du eben hier direkt einen Swap machen oder? Sollen wir uns irgendwo noch einen Spot suchen oder so? Können wir auch mal, dann fahren wir links. Okay, hast du. Hab ich eine Idee. Oh ja, doch, das ist schon ein Ticken höher. Aber eigentlich müsste das jetzt ganz gut passen, weil meine ist ja jetzt gerade sehr hart, weil die Federverspannung höher ist, wegen den Wheelies. Ja. Das heißt, du bist auch nochmal, ich glaube, 1,5 cm höher als Standard. Boah, Alter. Digga, du hast Griffhalzung an. Hä? Hast du Griffhalzung an? Ja. Digga, ist ja nicht dein Ernst. Ja, klar. Boah, ich merke aber sofort der Unterschied so vom Sitzwinkel und boah, aber das ist krass. Also ich finde, du merkst sehr schnell, wie unterschiedlich schnell die ziehen. Also ich finde, die KTM ist sehr brutal, was diesen Anzug angeht. Also deine ist von der Sitzposition, Alter, der Winkel von der Beine, ich habe die ja fast in der Kniekehle. Ich sitze ja nicht hier. Ja, ich kriege euch nicht. Du bist wesentlich höher. Oh, deine Fast-Projection. Aber die ist, aber so, jetzt müssen wir mich so ein bisschen dran gewöhnen. Aber der, Alter, okay, das gibt Gründe, ich kann das nachvollziehen.
Wenn du so drauf sitzt, ist schon cool, ne? Ich würde doch safe den ganzen Tag haben. Aber ich finde, boah, wenn ich jetzt so. Ich finde den Klang so geil, wenn du drauf sitzt. Das ja, ist, das man klingt, unterschätzt das, das reicht. Das klingt so gut, also Wahnsinn. Geil, Alter, vor allem mit der, du hörst auch so ein bisschen die Ansaugung. Ja, genau. Das klingt echt richtig, richtig gut, ey. Ja, aber tatsächlich. Ich finde auch richtig schön bei der, du sitzt sehr, sehr vorderradlastig. Genau. Und du hast einfach so, also wenn ich jetzt mal so gucke mit der GoPro, ne, so ein Blick einfach direkt runter, das ist so krass. Ja, genau, krass. Du guckst. Also über den Tag schon fast. Ja, genau. Also ich finde es sehr gut. Also deswegen sitzt du relativ elfrig. Ja, du neigst nicht so wie bei deiner. Hier und da könnte man vielleicht ein bisschen sein, man neigt dann dazu, dann irgendwann ein bisschen abzusacken. Irgendwann sitzt dann hier so drauf. Ne? Ja, das stimmt. Also das ist halt auch bei der 900er ist es ja wirklich so, dass du halt eigentlich sehr, sehr, also ist ja schon mehr so ein bisschen, würde ich auch sagen, so ein bisschen in so rennmäßig, weil du halt sehr weit vor, du hast einen längeren Radstand, das heißt, du hast halt natürlich auch eine etwas bessere Kurvenstabilität, also jetzt mal nur von der Theorie aus gesehen. Und du hast halt, wenn du sitzt halt sehr sportlich. Ich finde, hierbei sitzt du, wenn du willst, auch sehr aggressiv, weil du sehr vorderradlastig sitzt, aber du sitzt dennoch sehr, wie du schon sagst, aufrecht. Und das finde ich, ist zum Fahren sehr angenehm, also wirklich. Definitiv, ich auch. Deswegen, also ich fühle das echt mega. Also bei dir ist das echt mega geil. Also so dieses Gefühl von Pant, du sitzt bei der Duke, finde ich, ein bisschen weiter weg von Pant. Ja. Du hast so halt immer so dieses same Schlüssige direkt am Tank. Das stimmt. Ja, also deine Beine, die sind echt extrem direkt. Du bist sofort, wenn du ein bisschen anbremst, bist du sofort mit deinem Schritt direkt am Pant drin. Ja. Du bist direkt richtig, also hast ein richtig geiles Straßengefühl. Das hast du bei der Duke hier und da ein bisschen weniger, weil du ein bisschen weiter weg sitzt von meinem Gefühl her. Ja. Weil du wirst ja hier gefühlt mehr und mehr an den kleinen Händen gefühlt. Weil jedes Mal, wenn ich da hinten rutsche, rutsche ich bei einem, wenn ich das Gas löse, ist wieder was selber. Krass, aber du kannst, also ich meine, boah, also ich finde, so, ich finde die Sitzposition richtig, also muss ich schon sagen, finde ich richtig geil. Hast so ein bisschen auch so ein bisschen Supermoto-Gefühl. Da denke ich aber auch direkt wieder an die XSR von Marcel, weil die bin ich ja auch gefahren. Ja. Und das ist auch so, du sitzt halt, also ich weiß nicht, die 900er ist nicht so extrem aufrecht wie die meisten Naked Bikes, die ich jetzt in der letzten Zeit gefahren bin. Ja. Die sind alle sehr viel aufrechter und ihr habt auch einen viel, guck mal, der Lenker, wo mein Lenker sitzt von der Höhe und wo dein Lenker, der sitzt. Ja, das ist schon brutal. Aber wie findest du denn die Lenker von der Breite her? Weil ich habe ja einen breiteren Lenker drauf. Ja, ich finde den tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, und was ich auch extrem gut finde oder was mir sehr, sehr gut gefällt, ist auch die Schaltung. Ja. Ich muss sagen, die Schaltung von der Duke ist ein bisschen schwammig, ein bisschen laff. Hier und da verfüllt sich mal ein Gang, weil die einfach nicht annimmt. Ne? Ja. Und hier bei der BMW, du schaltest, das ist so knackig, du verfehlst den Gang eigentlich in den seltensten Fällen. Ja, das ist... Aber das weiß tatsächlich jeder, ne? Also jeder weiß wirklich, dass die Gangschaltung von der Duke so ein bisschen, die ist nicht so knackig und nicht so direkt, ne, wie ich es jetzt hier von der BMW gerade merke. Und das ist jetzt auch so gesehen auch das Tolle. Ja. Weil sonst normal, es gibt auch ein anderes Feature für die Griffe. Ja. Dann hast du hier extra hier so Knöpfe. Ach wild, okay. Und das ist extra so gesehen die tolle Variante, weil das ja alles mit eingearbeitet ist. Ja, nice. Weil das im Infotainment-System drin ist, ja, ist das die teurere Variante, das verkauft KTM viel teurer, das muss ja reinkodiert werden. Okay. Ne? Das ist ja das Krasse, sonst hättest du einfach nur hier so einen Schalter und würdest einfach Knöpfel drücken. Ja, wie bei mir, hier, da. Ja, genau, das wollte KTM nicht haben, die haben es im Infotainment-System reingeknallt. Du hast es so, weil da hast du keine Knöpfe mehr, weil hier, da ist ja sowieso schon eine Knöpfe mehr. Also ich habe ja auch mittlerweile relativ viele in meinem Freundeskreis, die halt KTM Duke, diese 890er fahren oder die 97 halt. Ja. Und die sagen halt alle, ist halt schon eine geile Maschine, also definitiv. Definitiv. Oh, jetzt werden wir jetzt mal hier durchgeschüttelt machen. Oh, die das ist, den diese Straße Stellen. Ist ja, so eine Katastrophe, ne? Oh, aber das ist schön hart, ein Fahrwerk. Ich merke jede Kelle. Stimmt. Das Fahrwerk gerade ist eine Katastrophe für diese Straße. Ich weiß nicht, es ist eine Rede. Also die KTM, die dämpft das gerade echt gut weg. Das kann die BMW auch, aber dafür ist die Federverspannung geradezu falsch eingestellt wegen den Wheelies. Alter, diese Frühzündungen, das kannst du auch keinem erzählen. Ich bin geil, ey. Ich finde das ja mal richtig toll, ey. Also da hast du echt was angerichtet. Also das ist echt brutal. Wenn ich fällst du nur mehr von dem Ding. Ja. Mein lieber Herr Gesangsfeind. Aber also ich sag dir, wie es ist, ne? Diese krass brutale Annahme vom Gas, die ist halt,
Ja, ich finde es aber geil. Also das ist ja dieses Aggressive, das ist ja das, was ich auch manchmal bemänge bei der BMW oder generell bei BMW. Das ist halt immer sehr human gehalten, ne? Und das ist halt, finde ich halt schade manchmal. Also viele sagen, ja, ich mag das, ne, weil kann ich auch verstehen so, das macht das Fahrgefühl im Alltag etwas entspannter, als wenn die ganze Zeit hast. Aber für so einen jungen Spund wie mich und viele andere halt auch oder auch etwas spritzigere Fahrer, sage ich mal. Definitiv. Die finden das dann schon spaßig. Deswegen habe ich ja bei meiner auch eine kurze Übersetzung drauf, damit das nochmal ein bisschen mehr... Ich stelle mal deine kürzere Übersetzung drauf vor. Ach Junge, da kannst du ja im sechsten Gang... Ja, der Nico hat mir erzählt, der hat die ja selber gewählt. Ja. Der hat gesagt, das ist so ein Monster. Also die Bremsscheibe ist ja von der 1290, ne? Ja. Das Ding ist halt, das haut auch echt einen guten Anker rein, ne? Also... Ja. Kann ich schon nichts gegen sagen. Guck mal, Anfänger. Ja gut, das kann aber schon mal, bei meinem Kupplungshebel kann das schon mal passieren. Ja, Folge ist ja ganz anders. Er ist ja, viel, viel kleiner, dass er so mickrig. Du schaltest ja eben mit zwei Fingern, ne? Ja, das ist das. Ich mag das ja, weil das so kurz ist. Halt auch für die Wheelies an sich, aber im Generellfall halt einfach, weil ich das mag, wenn der kurz ist. Bremsencheck. Ja, das merkst du aber. Also... Das bremst schon gut, aber das finde ich auch schön, ne? Dass KTM direkt halt eine Bremspumpe verbaut, das macht BMW ja nicht, die verbauen mit Nissin. Und ich finde einfach, also du hast ja auch eine, so wie ich auch jetzt mittlerweile, ich habe eine Magura HC3, du hast halt, ich finde, weil die ist ja auch radial jetzt in dem Falle, wie meine auch, und es ist einfach ein viel besseres Bremsgefühl. Und ich verstehe auch manchmal nicht BMW, warum die nicht auf ihre... die Doppel-R und so, die haben es auch, also die Tausender, aber manchmal verstehe ich BMW nicht, was diese Qualität von gewissen Sachen angeht, warum sie das nicht halt auch machen, wie andere Händler. Tja, vielleicht Geld machen, ich weiß es nicht, oder vielleicht extra nicht anbieten aus dem Grund, damit vielleicht irgendwie andere Firmen da Geld mitmachen können, das ist eine gute Frage, das kann man ja so nicht beantworten. Die Sache ist, ich glaube, häufig ist es halt einfach, weil der Klientelmarkt bei KTM ein ganz anderer ist als BMW. Ja, das stimmt wohl. Weil welche spritzigen Modelle haben wir? Wir haben eigentlich nur jetzt die F900R, würde ich jetzt mal so mit einordnen. Dann hast du die S1000R, die S1000XR und die Doppel-R. Das sind so die einzig wirklich so spritzigen Modelle, obwohl du die XR schon nicht mit reinrechnen kannst, weil die XR halt eigentlich ein Sporttourer ist. Ja, ja, klar. So, und KTM, ne? Alter, die haben Crosser, die haben Supermotos, die haben Naked Bikes, ja, bis 1290. Das ganze Paket, ey. Ne, das ist halt eine ganz andere... Also das stimmt schon, ne? Also ich wusste auch von der 900er, bin ich ganz offen ehrlich, wusste ich bis du sie irgendwann hattest, wusste ich ja gar nicht von, dass sie sowas hatten, so ein Naked Bike, so in der Art und Weise. Ich kann natürlich das bekannteste Modell von der, die Taylor Doppel-R, wer kennt sie nicht, oder die Tausender R. Ne, das war ja eigentlich so ein richtiges Town-Ding. Aber mehr war mir tatsächlich auch nicht mehr so helfig, ne? Die 900er, wie du sie jetzt hier hast, davon wusste ich vorher gar nichts. Ja, das ist auch, also viele kannten sie auch nicht. Ich meine, mittlerweile wird sie ein bisschen bekannter. Aber letzten Endes, ja, stimme ich dir vollkommen zu. Es ist ein sehr, sehr unbekanntes Modell eigentlich, gerade in der Manege von BMW. Aber man muss sagen, untertourig ist die KTM definitiv zappeliger, ne? Also die 900er kannst du wesentlich entspannter in untertourig fahren. Weil die KTM jetzt gerade im dritten Gang war schon so ein bisschen so... Ja genau, sie braucht auf jeden Fall Drehzahl, das ist auf jeden Fall klar. Das ist ein Drehzahlmotorrad. Ja, deine lebt auch davon. Ich glaube, die kann auch sehr, sehr gut untertourig fahren. Ne? Ja. Die ist tatsächlich gar nicht so dafür. Also wenn du die ungefähr so im Drehzahlmann von 3.000 bis 4.000 bewegst, da hat die gar keinen Bock drauf. Und dann mal richtig am Abend, die merkst du so... Ja genau. Dafür ist die gar nicht gemacht. Also das ist ein richtiges Drehzahlschwein. Das kannst du wirklich so sagen. Aber ich finde es gut, also für jemanden wie mich, der halt gerne spritzig fährt, dritter Schwein natürlich, ne? Wo fährt man das? Alter, ich bin echt zu blöd zum Fahren, Alter. Aber vom Sound her, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ja, sehr, gut. Sehr gut. Die ist jetzt auch ohne DB-Killer wohlgemerkt, ne? Also, das ist ja auch nochmal was anderes. Ja, sehr, sehr gut. Also, dieses Pop and Bang, aber... Ja, Leute, ich würde sagen, das war jetzt schon wieder lang genug. Wir haben sehr viel erfahren. Ich danke dir, Dustin, auf jeden Fall für diese detailreiche Darstellung der 98R. Ja, sehr gerne.
wir sehen uns auf jeden Fall wieder, Leute. Schreibt mir in die Kommentare alle Fragen. Hat ja bei der 750er Hornet auch funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, Instagram, YouTube. Ich weiß auch, viele von euch sind noch keine Abonnenten, die meine Videos gucken. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, über Likes und gerade halt über Kommentare. Ich freue mich immer über Kommentare. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.